Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen. Der Hunabexten ist hier, und mit mir geht es heute um den praktischen Teil der Navigation über Funkfeuer. Ich hatte ja letztes Mal in dem theoretischen Video ein paar Sachen erklärt, die wir jetzt praktisch umsetzen werden. Hier ist noch einmal ganz kurz die Karte zu sehen, und wir starten jetzt an diesem Punkt und fliegen jetzt geradeaus, bis wir das 39er Outbound-Radial von dem Osnabrück VOR eingefangen haben. Los geht's. Wie man am Navigationsinstrument 1 sehen kann, befinden wir uns bereits hinter dem VOR. Das heißt, wir haben es schon überflogen und sind jetzt quasi schon auf dem Weg vom VOR weg. Befinden uns aber, wie man sieht hier, der weiße Balken steht noch ganz außen, wir befinden uns noch nicht auf dem Radial. Unser Steuerkurs beträgt derzeit 30 Grad und den werden wir jetzt so lange geradeaus fliegen, bis wir das 39 Grad Radial anschneiden. Dann drehen wir auf 39 Grad. Ich fliege hier komplett ohne Thermik, ohne Wind und so weiter, damit wir uns hier ganz auf die Navigation konzentrieren können. Und vor allen Dingen fliege ich das Ganze mit dem Autopiloten ab. So, wie wir jetzt sehen können, hat sich im Navigationsinstrument 1 der weiße Balken in Bewegung gesetzt. Er wandert jetzt auf die Mitte zu und sobald er diese erreicht hat, fliegen wir auf dem 39 Grad Radial und müssen demzufolge auf 39 Grad eindrehen. So, der weiße Balken im Navigationsinstrument 1 erreicht jetzt die Mittelstellung. Und deswegen drehen wir jetzt auf die 39 Grad ein. Ich halte mit dem Autopiloten hier eine Flughöhe von 4000 Fuß. Die steht ja in der Karte, deswegen müssen wir die einhalten, solange wir diese Route abfliegen. Und ich fliege mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 110 Knoten. Das ist die Reisegeschwindigkeit, die für dieses Modell, die Cessna 172, empfohlen ist. Wir müssen jetzt so lange auf dem 39 Grad Radial fliegen, bis wir das 77 Grad Radial von Nienburg erreicht haben. Denn dort, wo sich das 39 Grad Radial von Osnabrück und das 77 Grad Radial von Nienburg schneiden, liegt der Knotenpunkt Wisky. Auf dem müssen wir dann drehen. Wir fliegen auf dem 39 Grad Radial, das bedeutet, der Balken, der das Radial anzeigt, befindet sich in der Mitte. Wenn wir auf dem 77 Grad Radial fliegen, dann ist der Balken des zweiten Navigationsgeräts ebenfalls in der Mitte. Der Knotenpunkt Whisky liegt also genau da, wo beide weiße Balken sich in Mittelstellung befinden.
Übrigens kann man auch den Autopiloten eine NAV-Strecke abfliegen lassen. Wenn man also auf einem bestimmten Radial auf ein Funkfeuer zu oder von ihm wegfliegen will, dann kann man das den Autopiloten steuern lassen. Man muss dann hier unten am Kurskreisel das Heading auf das gewünschte Radial stellen. Dann muss man das gewünschte Radial am Navigationsgerät 1 einstellen. Und dann muss man den Autopiloten auf NAV stellen. Wenn man das gemacht hat, dann fliegt der Autopilot das gewünschte Radial vom Funkfeuer weg bzw. darauf zu. Wir fliegen nun einfach die ganze Zeit immer weiter geradeaus und halten dabei den weißen Balken des Navigationsgeräts 1 in der Mitte, damit wir weiterhin auf dem 39 Grad Radial Outbound Osnabrück bleiben. Wir fliegen so lange weiter geradeaus, bis der Balken des zweiten Navigationsgerätes ebenfalls in der Mitte steht, denn genau dann sind wir am Knotenpunkt Whisky. Weiterhin achten wir natürlich auch darauf, dass der Autopilot das tut, was er soll, nämlich die Höhe halten und den Kurs halten. Und dann müssen wir natürlich auch noch darauf achten, dass wir nicht zu schnell werden oder zu langsam. Eine Geschwindigkeit von 110 Knoten ist, wie ich gesagt habe, bei diesem Flugzeug hier empfohlen und genau das fliege ich auch. Wir achten jetzt mal aufs Navigationsgerät 2. Denn auf diesem hat sich jetzt der weiße Balken angefangen in Bewegung zu setzen. Der Balken des Navigationsgeräts 2 nähert sich jetzt sehr, sehr stark der Mitte an. Das heißt, wir sind fast am Knotenpunkt Whisky und damit auch fast auf dem 77 Grad Radial inbound Nienburg. Jetzt erreicht er die Mittelstellung. Das heißt, dass wir jetzt auf unseren 77 Grad Kurs eindrehen. Wir haben den Knotenpunkt Whisky jetzt erreicht. Natürlich wird jetzt der weiße Balken auf dem oberen Navigationsgerät aus der Mitte wandern, denn wir entfernen uns ja vom 39 Grad Outbound Radial von Osnabrück. Das Osnabrück-VOA brauchen wir jetzt auch nicht mehr für die weitere Navigation. Wir haben uns aber als vorgewählte Frequenz das Leinefunkfeuer eingestellt mit der Frequenz 115,20. Diese Frequenz wechseln wir jetzt zur aktiven Frequenz, denn das Leine-VOA ist das nächste, das wir brauchen. Wir sollen ja von Nienburg aus so lange in Richtung des Celle-NDB fliegen, bis wir das 185 Grad Radial inbound Leine anschneiden. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nur das Leinefunkfeuer auf die aktive Frequenz stellen, sondern wir müssen auch an unserem Drehregler hier die 185 Grad einstellen. Wir sehen jetzt, dass wir uns ungefähr auf dem 295er Leineradial befinden. So,
Da haben wir die 185 Grad eingestellt. Wir können jetzt hier einmal kurz schauen und sehen, aha, die Frequenz ist aktiv und es wird uns ebenfalls angezeigt, dass es auch die richtige Frequenz ist, nämlich die vom Leinefunkfeuer. Alles klar, also können wir das wieder zumachen hier. Wir achten jetzt auf dem zweiten Navigationsgerät darauf, den weißen Balken in der Mitte zu halten. Denn wir wollen ja weiterhin auf dem 77-Grad-Radial zum Nienburg-VOR fliegen. Der weiße Pfeil rechts neben dem weißen Balken zeigt uns auch sehr schön an, dass wir uns auf das Funkfeuer zubewegen. Das ist auch korrekt. Wir fliegen ja ein Inbound-Radial. Ich hatte in der Theorievorbereitung gesagt, dass wir auf dem ADF-Instrument hier unten, ja, hier wird er mal hin, so, dass wir hier unten den derzeitigen Steuerkurs einstellen müssen, den wir haben, bevor wir in Richtung des Zelle NDB fliegen müssen. Da wir ja jetzt einen Steuerkurs von 77 Grad fliegen, haben wir den hier eingestellt. Wenn das Zelle NDB empfangen wird, dann zeigt der gelbe Pfeil in die Richtung dieses Zelle NDB. Wir sollen vom Nienburg-VOR einen Kurs von 93 Grad fliegen. Wenn jetzt dieser gelbe Pfeil also genau auf 93 Grad zeigt, wissen wir, dass wir genau über dem Nienburg-VOR sind und auf 93 Grad drehen müssen. Denn der Pfeil zeigt ja immer genau zum NDB und wir sollen ja genau zum NDB fliegen. Wir fliegen jetzt einfach weiter geradeaus, so lange bis das passiert, was ich gerade eben erklärt habe. Eine Idee, die mir gerade spontan in den Sinn gekommen ist, kann uns den Anflug auf Hannover, den wir machen sollen, ein bisschen erleichtern. Wir haben hinter Hannover, also hinter dem Flughafen, ein weiteres NDB stehen. Dieses NDB hat die Frequenz 358. Und das können wir jetzt hier einstellen. So. Das führt dazu, dass wir, wenn wir die Frequenz vom NDB umschalten, dass wir dann das NDB hinter dem Hannoveraner Flughafen empfangen. Wir wollen ja wissen, wann wir eindrehen müssen zur Landebahn. Das kann man natürlich rausfinden, indem man einfach aus dem Fenster guckt. Man kann es aber auch rausfinden, indem man dieses VOR, Quatsch, dieses NDB benutzt. Denn das steht direkt hinter dem Flughafen. Das habe ich jetzt da eingestellt und sobald wir das Zelle NDB nicht mehr brauchen, können wir das umswitchen. So. Wir sind jetzt ungefähr auf halber Strecke zwischen Wiski und Nienburg. Und wie es dann weitergeht, das seht ihr dann im zweiten Teil der Funknavigationsreihe. Bis dahin, macht's gut!